Hallo und willkommen zum heutigen Minecraft Town S3 mit dem Daniel und dem Asphalt LP. Hallo. Hallo. Hallöchen. Na ihr? Hey. Na. Seid ihr so schön fleißig? Nö. Immer. Nee. Nie im Leben, kleiner Peter. Niemals! Jo, hier, wir haben im Übrigen das Problem, ja okay, ich schau schwul aus. Wir haben das Problem gelöst mit der Armor, weil ich habe im letzten Part noch erwähnt, dass ich meine Armor nicht mehr sehe. Und zwar auf L kann man die Armor nämlich hier an- und ausmachen. Jo. Tada! Ich weiß noch nicht, was der Unterschied zwischen dem und dem ist, aber... Ja. YOLO. YOLO, genau. Hauptsache, es gibt einen. Das machen wir nämlich hier einfach mal alles wieder an. Dann haben wir nämlich auch... Schau, tada! Erzaubert. Sehr schön. Gut. Auch wenn wir die Armor bei uns selber zwar nie sehen, aber ich weiß, dass es nicht da ist. Deswegen ist es schon besser, wenn ich weiß, dass es da ist. Läuft. So. Wir sehen sie zwar nicht, aber Hauptsache schön. Ne? Ja. So, genau. Unsere Ender Quarry hat auch wieder ein bisschen was getan. 19 Karats, so. Da geht was. Ender Quarry oder normale? Ender Quarry. Ich habe mir die von Sachsen ausgeliehen, die hinter meinem Haus stand. Einfach mal hier. Was denn jetzt? Der ist eh nicht da. Ja. Und bevor das Ding einfach nur rumsteht, habe ich mir gedacht, ich... Lass mal ein bisschen was arbeiten. Er ist ein bisschen länger ohne ihn. Ne? Ich verwende ja auch meinen, ich verwende ja auch meinen eigenen Strom und alles. Also von dem her, ich habe mir bloß das Gerät selbst geliehen. Der Gerät. Der Gerät. Wird nie müde. Wurde mir mal gesagt. Was? Ja, der Gerät ist doch immer Vorchef im Geschäft. Genau. Der Gerät schwitzt nicht. Der Gerät macht Scheiße. Mache ich Foto durch Facebook, ne? Der Vorteil ist. Oder beziehungsweise das Coole ist, hier war die Enderquelle schon. Weil hier ist nämlich aus der Wüste schon Sand, normales Biom geworden. Ja, bau mal mehr Wüste ab. Ich will ein riesiges Waldgebiet bauen da und dann irgendwo noch Häuser zwischen so. Nein, ich brenne. Haha, das meinte ich. Irgendwann fängst du an zu brennen, aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen. Ich brenne halt nicht. Weil du halt zu warm wirst. Egal wie viele Heatsvents du einbaust. Irgendwann fängst du immer an zu brennen. Und das hat mich voll genervt. Deswegen hat Juris in die Ecke gefeuert. Ja, aber warum? Ja. Das würde ich auch sehr gerne wissen. Nein, jetzt habe ich die Map angemacht. Wie gehen die aus mit X? Nein, verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Ich bin jetzt die ganze Zeit, ich bin ja auch die ganze Zeit vorher rumgerannt, wie irre. Ja, das ist halt so ein bisschen buggy. Und ich finde, das ist auch kacke, dass du nicht so wirklich eine gute Rüstung hast, denn, ne? Weil wenn du da die Plates reinbaust, wirst du immer schwerer. Und da kannst du ja eigentlich gleich lieber dieses, das teure Jetpack bauen hier. Rot und Kaktus. Ja, die brauchen ja nur die Schuhe und den Helm. Begleiter gibt's das so, den braucht man ja nicht unbedingt eingebaut. Kein ME-Kabel mehr. Lol. Ja, es ist halt schön, wenn du alles schön in einem Gerät hast, ne? Ja, aber geht ja meistens nicht immer, ne? Alter, nur gut, dass ich jetzt gerade direkt am Wasser war, Alter, sonst wäre ich jetzt verbrannt. Brenne, brenne, rum, brenne. Nix. Doch. Lustig. Aber hier war doch immer noch dieses Neutrogen-Cooling-System. Solange ich selber nicht brenne, finde ich das immer lustig. Neutrogen-Cooling-System, wo waren das? Solargenerator. Ja, Heatsink. Genau, so brauche ich das. Brauchen wir Fluix Dust. Fluix Dust. Und dann kann ich meine ME-Kabel mal verstecken ein bisschen hier. Ich könnte das auch einfach so machen, dass ich mir Fassaden mache. Aber dafür muss ich mir jetzt erstmal diesen Assembling-Kabel Du kannst dir in deine Armor kannst du dir einen Wassertank einführen und einfügen. Ja. Und das ist dann dafür da, dass du dich selbst in Notfallsituationen kühlen kannst. Hab ich auch schon gesehen, ich so, lol. Das ist auch cool. Cooles Down Heat Production Modules quicker. Okay. Du kannst aus der Hitze natürlich auch Energie produzieren.
Ich glaube, das mache ich ja schon. Achso. Weil das saugt er ja auch ein bisschen Hitze immer ab. Aber dann halt nicht so viel, wie du abgesogen brauchst. So, was kostet denn ein Liquid Nitrogen? Hier, du hast noch ein Ding, oder? Eine Enderman-Farm. Oder? Ich hab eine Enderman-Farm, die läuft aber nicht. Ja, du hast aber bestimmt ein paar Enderperlen, oder? Mal gucken, wie viele. Ich bräuchte nämlich mal 4 Eier auf Ender. Ich glaube, ich habe gar nicht mehr so viele. Dann müsste ich die Enderfarm mal wieder anschmeißen. Warte mal, ich hole mir erstmal 4 Eier auf Ender von dir. Ich habe noch 16 Enderperlen. Was? Ja, ich muss die Endermänner wieder reinmachen. Na dann, zack, zack. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch einen eingefangen habe. Blaze Enderman doch da. Ah, ich habe gar nicht so viel Mob-Essence. Irgendwie funktioniert das mit dem Nether nicht so ganz, obwohl da ein Chunkloader steht. Dann kommt irgendwie nichts an. Das ist aber komisch. Ich werde mir wohl so eine Oldschool-Monsterfalle bauen müssen, wo ganz viele Monster spawnen und dann runterfallen. Ey, du hast keine Blaze Rods mehr, kein Blaze Powder, keine Blaze Rods. Was geht denn, Alter? Hab ich alle in meinen Safe drin. Achso, warum? Ja, damit ich welche hab, falls ich welche brauche und nicht irgendjemand ankommt und mir alle klaut. Ja, ich habe ja gerade mal... Mano, ich brauche Enderperlen. Warte, ich mach welche. Ich muss aber erstmal hier Mob Essence rüber flutschen lassen. Flutschen mal rüber hier. So. Ich spawn gleich welche. Ich spawn auch... Ach, die Zombies fallen da hinten rauf. Die laufen auf dem Dingens rum, deswegen... Aua, hau ab, du Kack-Zombie. Ja, bei meiner Autospawn-Dings-Unit hier. Wo ist die? Du Enderman. Au, 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 Autschen. Autschen. Wo ist denn die? Autschen. Ab. Im Keller. Keller. Moment, ich muss mal Fackeln setzen hier. Das geht so nicht. Leute, wollt ihr mich verarschen? Ganz unten oder mittlere Etage? Ah, warum? Ich glaube, ich sehe dich. Mittlere. Enderman, geh sterben. Jetzt weiß ich, warum die Monster hier jetzt nicht getötet werden. Ich musste das vielleicht alles etwas optimieren. Du hast Angst vor Enderman. Guck die doch nicht an, Junge. Mach ich doch nicht. Er macht's. Jetzt ist er weg. Doch sowieso gleich alle. Jetzt ist er weg. Muss es hier noch abdichten, sonst kommen die Zombies hier immer rausgelaufen. Mal schauen, und laufen nicht in die Falle rein. Hallo, hauen Sie bitte ab, Herr Enderman. Danke. Ich glaube, ich mache den Spawnraum noch ein bisschen kleiner. Wird das Zeug automatisch ins Lager gepackt? Ja. Natürlich. Die droppen keine Perlen. Die Säcke. Ist er da hinten irgendwo? Ey, wo ist er hin? Er hat sich weggeportet, der Wichser. Wollte ihn gerade hauen mit meinem lootigen Schwert. Ich glaube, ist er da hinten dran. Ich brauch nur 4 Stück. Ja, die produzieren bald welche, denke ich mal. Es kommen ja gleich wieder Zombies rausgelaufen, bestimmt. Muss mal hier wieder zuklatschen. Aber kein Stone. Muss mal kurz Stone holen. Was ist das für ein komisches Spawner da oben, Alter? Wieso kommen da keine Viecher raus? Was ist das alle? Nee, aus dem normalen Spawner. Ja, ich weiß nicht. Ist halt zu hell? Hallo. Yeah. Ah, jetzt ein Baby-Zombie. Oh. Ich hasse diese Kleinen, Alter. Da kommt nichts aus, ne? Ich glaube, ich sollte den mal auf den Boden stellen. Da kam gerade ein Baby-Zombie rausgefallen. Das ist zu hell, glaube ich. Mann. Das ist zu hell da drinne. Ja, wenn ich das zumache, dann nicht mehr. Ich stelle den trotzdem nochmal auf den Boden hier. Wie war das mit Black Man? Ich stelle den hier unter den anderen Spawner, so in der Art. Und wenn ich jetzt zumache, dann spawnen auch wieder Leute. Weil da drin ist jetzt alles rot. Wenn du F7 drückst. Alter, kommt keiner raus, ne? Wäre Tagen. Ich weiß auch nicht warum. Mit Rätsel. Das mit meinen Schafen und so funktioniert auch nicht ganz. Alles doof. Bin ich alles nicht so toll. Oh, jetzt ist einer gespawnt. Sogar einer in Rüstung. Toll. Ja, dauert ein bisschen halt, bis es anläuft, ne? Ja, nee, ist klar. Aber wie viel kostet denn ein Enderauge? Ich brauche 4 Enderperlen. 4 Enderperlen, hm. Die kriegst du.
die, die keinen Knopf drücken. Ja gut. Hier. Weil ich bewahre das alles im Safe aus, was man nicht sofort alles bekommt. Ah. Diamanten und so, damit habe ich kein Problem, aber... Irgendwo tritt ja gerade jemand die Tür ein. Oh, so, bleib mal stehen. Screen. Hallo, der tritt gerade jemand irgendwo die Tür ein. Ja, einfach mit der Ruhe. Dankeschön. Sonst muss reinkommen. Nee, das ist weiter unten. Ich weiß von wo. Ich soll ja hier ruhig drum laufen, ne? Hier, ich hab noch alles. Aber jetzt hört doch mal auf anzuklopfen. Hier, kommt doch einfach rein, ihr Kack-Zombies. Nee, die sollen gleich mal lernen, mal Türen zu... Achso, ich habe gerade... Unten bei meinem Laser-Drill, da ist einer, der macht hier wieder Radau. Haltet die Schnauze... Oh, da sind ein paar mehr. Lol. Mob ist zwei Stück sogar. Ja, und hier wollte ich in meinen Keller wohnen, hier unten. Ich habe auch erst einen Pre-Charger, weil ich keinen Bock habe, weitere zu bauen. So. Ich brauche aber einen eigenen Reaktor für diesen scheiß Laser-Drill. Das kriegt ja nicht genug Energie. Okay. Oh, es kann jetzt kann es dunkel werden. Ich brauche noch ein Control Circuit. Aber erstmal oben umbauen, dann baue ich mich immer tiefer. Dann mache ich mein Haus jetzt super schick, so wie ich das mir vorstelle. Fackeln habe ich, dann tausche ich schon mal, weil ich das ME-Lager umgefriemelt habe, die Lampen gegen Fackeln aus, dann lag das auch nicht mehr. In der Theorie. In der Praxis ist es ja immer so eine Sache, ne? Ja, ist meistens andersrum. Wieso? Den Wireless Access Point. Alle Cooling-Bonus 400%. Lol. Ich kann ja auch die Leitung zu dir und zum Bauer cutten. Ihr wohnt ja nicht mehr im Haus, dann brauche ich die Leitung hier auch nicht längs legen. Nö, eigentlich nicht. Oh ja, das jetzt dauert es länger, bis ich mal auf 3 Grad hochkomme. Heftig. Auf jeden Fall, das ist jetzt auf jeden Fall, also dieses Cooling-System, das normale heftig, ist schon mal nicht übel. So. Aus welchem Grund ist aber immer, wenn ich diese Schuhe, meine Schuhe neu anziehe, ist es buggy, dass ich das Ding drin habe, den Federfall. Echt? Mhm. Muss ich jetzt erst einmal runterziehen, einmal wieder hochziehen und dann passt wieder. Bei mir nicht. Komisch. Sehr komisch. Mysteriös. Jetzt mach ich mein Haus hier wieder dicht, so wie es sich gehört. Nach und nach. So wie das ich eigentlich geplant hatte. Geht an meiner Portal gar ein paar Dinge. Dann muss ich ja auch, wenn ich weiter nach unten komme, mein Assembling Table umsetzen. Mein Assembling Table bauen, damit ich diese scheiß Covers bauen kann dafür. Für jetzt scheint zu gehen. Für die ME-Cable. Die Fassaden, wie wirken die sich auf die ME-Kabel aus? Sind das denn so wie die Cover, dass sie denn so ja. Den Block verenden? Ah. Ja. Das ist ja praktisch. Durchaus. Die sind cool, die Fassaden. Die Schmelze baue ich dann um. Kann ich so. Krams wieder so bauen, wie ich will. Zeigt durch dieses Brennen habe ich jetzt wieder nicht das gemacht, was ich wollte. Dann baue ich mir gleich voll übertrieben so eine Laserstation, ey. Laserstation? Ja, so eine Laserstation mit den Assembling Table und aua und so ein Kram. Ah, okay. 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 Tell me mehr davon. Ich weiß noch im ersten Town, wie du da mit deinem Kram rumgedoktert hast. Mit der mit 1000 Engines und so davor. ja gut, das da gab es ja den Big Reactor noch nicht, ne? Nee. Da musste ich ja noch irgendwie MJ produzieren und das war dann nicht so einfach. Jetzt ist alles ein Kinderspiel. Ja, weil durch den Reaktor ist halt schon, ja. Deutlich leichter. Ich habe kein Wireless-Signal, ich muss den Wireless-Transmitter erstmal wieder anschließen. Lol. Im Wireless Access Point. Okay. Nordisch bei Nature, Nordisch. Oh ja. Yeah. Ich höre gerade Musik nebenbei. Deswegen kann ich rumtrennen. Ich brauche Oakwood. Oakwood. Oke.
Okay, what? Okay, okay, what? Okay, Mr. Poey, oh nee. Ach, easy. Nieder, 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 nieder. Nein, doch, jetzt so verbunden. Goodie. Oh, ich hab die Night Vision an. Ja, Night Vision. Kann ich wieder ausmachen? Night Vision. Knight. 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 Batman the Dark Knight. Was geht denn nach? Hier geht das runter zu meinem. Hier ist auch irgendwas. Zu meinem Rubberwood. The Dark Knight. Da steht ein Junklorder. Was denn hier? Wo ist ein Junklorder? Kinder. Nether. Hm? Ich habe im Nether einen Junklorder. Es ist ein Portal. Oh. Ach, das ist dann von Dani. Okay, ich weiß, was da drinnen gemacht wird. Man hört's. Hä? Was denn? Blaze. Von was redest du? Nether ist ein Spawner oder so. Im Nether? Nee, im Nether ist kein Spawner. Im Nether ist ein, ja, halt ein Autospawner, ja. Ja, Spawner. Hab ich doch gespawnt. Weil da haben wir ja damals die im Livestream die komischen Viecher da gejagt. Dass wir unsere Portal ganz spawnen konnten. Ja. Das Skelette. Ja, gemacht. Oder? Ja. Kommst du 9 Köpfe raus. Auch Klostein. 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 Ich brauch Klostein. Ich brauch Klosteine. Brauch es. Klosteine. So komisch. Ich brauch Klosteine. Ah, diese Lux-Kapazitatoren, die sind zu geil eigentlich, ne? Weil jetzt habe ich wieder Schaden gekriegt. Ich vertraue dem Teil ja, nicht. Ja, ich will die gar nicht alle abmachen. Aber muss ja. Nützt ja nichts. Gibt's auch Alternativlampen? Ja, durchaus. Es gibt viele Alternativlampen. Wenn ich Lamp eingibt, nicht so viele. Redstone Lamp. Fancy Lamp. Mit HSLR-Stil. Ihr könnt ja die Lampen auch lassen. Ihr müsst halt auf jeden Fall nicht so viele nehmen. Nicht so viel auf einen Haufen. Ja, dann ist er nicht richtig beleuchtet. Das gab doch so Lichter noch an, so andere Lichter. Was war das denn? Wieso krieg ich jetzt wieder Schaden, Mann? Die hattest du in Town 1, Christi. Da musstest du doch über Strom anlegen. Die sind für den Industrial Craft. Das sind die Luminatoren, heißen die. Falls jetzt die Dinger sind, die du jetzt meinst. Ähnlich ist doch ein Gas. Okay, ich... Glowstone Illuminator? Nee, das ist was anderes. Warte mal, die heißen... Irgendwie Lumi... At IC. Luminator. Ja, die gibt's schon da, die 3473 Luminator direkt. 73. Das ist, wenn du Lum eingibst, in der dritten Reihe ganz links. Lum. Luminator. Hast du diese Stäbe oder was? Genau. Die werden an die Wand klatscht, werden die halt so blatt. Ah. Kannst du aber halt auch hinstellen. Die brauchen einfach nur Strom, genau. Dafür muss ich Illuminator Frame mit Redstone füllen. Mit Lowstone. Joa, dafür brauche ich erstmal Hardenet. Ja, wie die jetzt hier gebaut sind. Aber wie kriege ich jeden IC-Strom überall hin? Ach du Scheiße. Ja, über Glasfaserkabel. Lässt sich Glasfaser gut covern? Ja, ne? Ja, halt ganz normal covern. Wie alles andere. Ist bloß ein bisschen teuer. Also wie viel? Die brauchen doch nicht so viel Energie, oder? Sonst explodieren die mehr. Die brauchen nicht so viel, nee. Die brauchen nur... Da kann ich auch einfach normale unisolated Copper-Cable nehmen, oder? Ja, unisolated würde ich nicht nehmen. Denn, ja, ich muss mal gucken. Da kriegst du nämlich Stromschläge, wenn du drüber läufst. Copper-Cable. Insulated. Genau, aus dem Nähe raus. Ich brauche aber ein isoliertes Copper-Cable. Insulated Gold Cable habe ich voll viele. Ich glaube, die sind so dick wie die HV, ne? Die sind nicht so dick. Ja. Ah, die sind ein bisschen dünner.
Aber nicht viel. Nicht viel. Aber die Dicken, die füllen ja schon ganzen Block aus fast. Ja. Die nur noch so 70%. Brauche ich einmal Rubber. Klostein-Illuminator. Ey, du baust ja jetzt, glaube ich, gerade die falsche. Weil die Illuminator, die ich hier habe. Ja, ich baue es einmal. Und auch voll dick. Nee, da brauchst du aber nichts füllen hier mit irgendwelchen Glowstone und Hardenit. Du brauchst einfach nur Zinnkabel, Iron Casing, Copper-Kabel und Glas. Moment nochmal. Lumen. Dritte Reihe? Dritte Reihe, ganz links, Luminator. Die 3473. Industrial Craft. Iron Item Casing. Warte, ich kann nicht sogar craften. Das ist einfach nur so ein schwarzer Stab. Das schaut aus wie so ein. Wie so ein Pfosten, wenn du den geschnitten hast. Ach so, ja, den. Das gibt ja auch einen Luminator 3472. Nee. Hab ich gesehen. Bei mir ist in der vierten Reihe ganz links. Achso, bei mir ist die dritte Reihe ganz links. Bei mir ist es die dritte Reihe. Die Copper Cable lassen sich auch nicht covern. Da brauche ich schon Glasfaser. Ich weiß nicht, ob sich die Glasfaser covern lassen. Du kannst die Glasfaser, weiß ich, du kannst sie sprühen. Mit dieser Art Bauschaum, das weiß ich. Nee, die lassen sich auch nicht covern. Mit Bauschaum? Ja. Ja, und nein. Zwar, warte, das heißt... Der Experte spricht, hör ihm zu. Ja, Moment, das heißt, ach du Scheiße. Wo ist es? Nee, das ist eigentlich recht lustig. Oh, ich habe so 8 so Lampen hier. Also du brauchst auf jeden Fall diesen CF-Sprayer. Und dazu brauchst du CF-Powder. Also ganz unten einfach nochmal eingeben CF. Lol. Stone Dust. Genau. Damit kannst du dann hier schön gemütlich, ne? Das ist so eine Art Bauschaum ist das. Das ist voll lustig, das Zeug. Da musst du warten, bis es getrocknet ist und so, und dann schaut es aus wie Cleanstone. Das ist so ähnlich. Und das kann man dann anmalen. Das kannst du dann wieder anmalen, genau. Das ist total geil. Maler hier. Halt richtig geile Spielerei. Ich würde trotzdem sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schaltet im nächsten Part wieder ein. Schaut mal bei den anderen vorbei. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.